The birds of the Hermes is my name, eating my wings to make me tram. Tram. Egal. Mit diesen Worten kehren wir zurück zu Dragon Quest 8. Was rede ich hier dauernd von Dragon Quest 8? Es ist Monster Joker 2. Und wer diese Szene kennt, der kennt einen sehr guten Anime. Mehr die OVAs, aber egal. Ich habe eine kleine Sache euch zu zeigen. Erstens, ich habe nur zwei Leute im Team, weil ich trainiert habe. Und ich habe meinen Wampendrache zu einem Ohrendrache gemacht. Weil ich offenbar niemand sich dafür interessiert, dass ich das machen wollte. Und jetzt werde ich mal meine Gruppe wieder zusammenstellen. Weil ich habe die beiden nur mitgenommen, weil es irgendwie so besser für mich ist zu trainieren. So wird die MP, die Erfahrungspunkte nicht aufgeteilt. So. Die sind jetzt alle auch einigermaßen auf dem gleichen Level, bloß der hier, der wird extremst langsam. So, meine Exe habe ich auch noch nicht trainiert, dazu hatte ich noch keine richtige Lust. Jetzt nehme ich den noch mit und meinen Heiler. So. Und um euch was zu zeigen, weil diese Folge wird ein kleines bisschen anders als die anderen, ich will euch nur kurz was zeigen. Der macht 68 Schaden, wenig. Der macht 92 Schaden. Der hier macht 115 Schaden. Cool, was? Auf jeden Fall, diese Folge wird ein kleines bisschen anders. In der letzten Folge haben wir sehr viel Story gemacht und ich habe einiges an Sachen vergessen, die ich machen wollte. Das werde ich jetzt nachholen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Jetzt wird geworben, bis es nicht mehr geht. Ich hole mir jetzt jedes Vieh, was ich sehe. Was ich noch nicht habe. So. Ich weiß ja ganz genau, welche Viecher ich nicht habe. Das, was ich also noch nicht gehabt habe. Metallstein habe ich schon. Ich habe ja schon trainiert. Also ist mir egal. Passt auf. Die Viecher laufen jetzt von mir weg. Ist das nicht cool? So, hier runter. Guckt euch das an. Plötzlich sind hier überall Metallschleime. Damit ihr es nochmal genau wisst, ich musste meinen... wo sind die Säbelzahn kratzen? Ich musste um den Urnendrachen zu bekommen, musste ich meinen Säbel aufgeben. Also meine kleine Katze, aber das ist nicht so schlimm. Und hier, ich habe sie ja nochmal gelesen und ich hoffe, ich finde irgendwann dieses geile Ticket. Cool, Talentsamen. Also, dieses Ticket mit dem Land, wo nur Metallschleime leben, das ist bestimmt ein geiler Ort zum Trainieren. Und ich muss mal unbedingt mal irgendwann mal meine Monster aufs Höchstlevel trainieren. Ich will wissen, wer das Höchstlevel ist. Ich weiß aber, ich glaube, bei Dragon Quest Monster Joker 1 war es, glaube ich, 20. Oder 25, weiß ich nicht mehr genau. Und ich frage mich eigentlich gerade, wo ich hingehe. Ich wollte doch irgendwas suchen. Hab ich schon. Benutzen wir mal das Vortex-Portal eben. Flux-Portal. Flux. In der letzten Folge habe ich ja Vollheilung gekriegt für die ganze Gruppe. Das finde ich cool. Saugeil. So. Ein bisschen ein Mikro wegstellen, sonst beiße ich da noch aus Versehen rein. Ja. Wow. Pilzi, dich habe ich noch nicht. Oh, wenn ich dich fange, ich weiß, wie ich dich nenne. Oh, ich weiß, wie ich dich nennen werde. Ich muss mal meinen Bildschirm weg ein bisschen anders drehen. So. Habt ihr nicht gemerkt? Und guckt euch die Lebenspunkte von den Kerlen an. So. Dich hab ich. Ihr seid schwache Wesen, aber ich will euch alleine dadurch, dass ich euch habe. Wow. 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 94%. Wenn das jetzt wirklich geklappt hätte, hätte ich gesagt, das ist wie bei Fire Emblem. So. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen für die Fans von denen total scheiße, aber ich glaube, es passt irgendwie. Mario! So. Mario! Cool. Kann sein, dass es vielleicht gerade Nacht ist.
Ich würde sagen, ja, es ist Nacht. Hab ich einen Medizinmann? Das will ich ja gleich wissen. Nö. Schnappen wir uns auch noch einen Medizinmann. Oh Gott, wie soll ich den Medizinmann da nennen? Los, 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 klappt schon. Nicht geklappt. Okay, den kann ich jetzt vergessen. Autsch. Ja, macht mir ruhig Schaden. Bringt euch eh nichts. Und Totentöter. Bams. Kritischer Treffer. Bringt nichts. Bums. 81 Schaden. Ich konnte es mir irgendwie nicht verkneifen. Meine Leute sind einfach viel zu stark. Ich bin zu stark. So. Ich habe jetzt irgendwas bekommen. Ich weiß bloß nicht was. Schon wieder so einer. Cool, ich kann euch nochmal versuchen, euch zu werben. Säbelzahnkatze hatte ich schon, aber das werde ich mir auch nochmal wiederholen. Das Säbelzahnkätzchen. So, und bäh, das waren wieder nur 12. Scheiße. 31. Yay. Cool, 52. Komm. Es geht doch. Wie nenne ich dich mal, Du bist Inkognito. So, du hast Medizin. So, doch irgendeine Kreatur, die ich hier noch nicht hab. Bronzebrocken, cool. Die Höhle des Riesenwurms. Mein Arm juckt. So, mal gucken. Hier sind Fledermäuse, Drakos, viele meiner Brüder. Was ist denn hier unten? Wow. Krass. Also im nächsten Part wird wieder mit normaler Story weitergehen. Aber jetzt will ich erstmal ein paar Viecher fangen. Teleportation. Ab. Na gut, gehen wir in die Frostfinne. Dort habe ich ja überhaupt noch kein Monster gefangen. Doch das werde ich jetzt ändern. The Bird of Hermes is my name. Eating my wings to make me chant. Auf Deutsch: Der Vogel des Hermes ist mein Name. Ich fresse meine eigenen Flügel, um mich zu zähmen. Oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich hasse das. Verführerisches Zwinkern. Das ist so eine Scheißfähigkeit, die meine Leute blockiert. Aber wie auch bei 8 oder bei 5, diese Viecher sind total schwach. Sag mal, was habe ich jetzt eigentlich hier gerade gemacht? Ich wollte doch, glaube ich, eigentlich werben, oder? Ist ja auch egal. Es ist egal. Oh mein Gott. Die Katzen halten sich für Vögel. Sie sitzen auf dem Baum. So. Schnapp ich mir eine Knastkatze. Ja, nach der Zeit lernt man auch, wie die Tiere jeweils aussehen. Knastkatzen sind weiß mit blauen Streifen. Wow, 82. Yay. Was? Bei deinem Prozentsatz von 28 klappt es nicht. Das ist doch echt nicht wahr. Flame. Naturnerv. Boom, Hörer, 70 Schaden, yay. Yeah. Ich würde mich auch weiterhin teleportieren, also in die Mitte des Pampa, nicht Pampa, Frostfinne, aber leider habe ich noch nicht
das Fluxportal gefunden und ist da unten eine rote Truhe? Wie komme ich denn da hin? Da war ich da schon. Wie komme ich denn da hin? Oh, habe ich hier gar nicht gesehen. Was ist denn hier drin? Ein Ausdauersamen. Wisst ihr, ich glaube, wenn ich diese Samen finde, werde ich sie mir jetzt erstmal aufsparen. Die bringt's nicht. Die Tiere immer dauernd synthetisieren. Die Statuspunkte, also die Punkte, wie die drauf sind und so, die nehmen sie leider nicht mit, sonst hätte ich jetzt schon saustarke Krieger. So. Knastkatzen. Steck euch in den Knast. Bams. Bumm. Komm, das sind 82% wieder. Oh, ich habe mich sogar verrechnet. Es waren keine 28%, sondern nur 18%. Du heißt Knast. Sehr jedenfalls reichbar. Wie soll ich diese Katze denn nennen? Wenn ich eine schwarze Katze finde, weiß ich sie, wie ich sie nenne. Nämlich Train. Ha, ja. Ich werde in diesem Spiel auch einen Train haben, wenn ich eine schwarze Katze finde. Für die Leute, die wissen wollen, woher ich Train überhaupt habe, dann werdet ihr auch wissen, warum ich eine schwarze Katze haben will. Der Anime heißt Black Cat. Und im Anime wird Train auch als schwarze Katze bezeichnet, als Codename. Oder als Beiname, oder ich weiß nicht, wie das man das nennt jetzt. Ach komm, ihr wollt nicht sterben. Und ich habe vor, ich will mir nochmal eine Schneeschlange machen. Allein um zu sehen, wie groß dieses Vieh jetzt, wie groß das Vieh denn wirklich ist. Was ist denn hier? Ach, nur das. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Hehe. Super. Gut. Obwohl. Hase. Pinker Hase mit Horn. Die Viecher sind leider auch relativ stark. Das heißt, das könnte jetzt eine niedrige Prozentsatz sein. Werben. Los, ihr Kanickel. Werdet mein. Das sind 14%. 32%. Komm, da schaffst du noch über 50. Ja, 56. Komm. Yay. Du heißt. Jetzt nehme ich schon wieder einen anderen LPR. So. Falsch. H. C. Erster richtiger Boss. Das Eingabefeld. Hase W. So. Bob. So. Nächster. Ich katalogisiere alle Viecher. War das nicht hier schon, wo die das Feuerzeug verloren hat? Das müsste auch dann hier irgendwo liegen. Ja, wenn die jetzt doch hier irgendwo verloren hat, sie doch gesagt. Feuerleute jetzt nichts mehr nutzen. Die hat doch gesagt, hier hätte sie irgendwo ihr Feuerzeug verloren. Und wo bitteschön? Wir sind noch auf. Das war doch hier. Und dann hat sie doch hier irgendwie jetzt Feuerzeug verloren. Aber wo bitteschön? Ja, hier ist ein Feuer. Das ist mal wieder super. Das ist doch echt nicht zu glauben. Ich wollte der Story jetzt nicht gerade wieder folgen, aber. Ja, gehörnte Hase kommt da raus. Boy. Oh. Ein neues Wesen. Ein Schneevogel. Komm her, Schneevögelchen. Komm her, Vögelchen. Oh, das Ding ist stark. 24, das sind niemals 50.
Komm. Oh, so schade ist das Vieh auch wieder nicht. Ey, komm, wenn ich bei Final Fantasy 12 bei 1%ige Chance die mächtigste Waffe des Spiels bekommen kann, kriege ich auch das hin. Ja, ich habe auch mal Final Fantasy 12 gespielt. Aber was ich davon halte, sage ich nicht. Ich kam einfach mit diesem Kampfsystem nicht klar. Ich brauche schon wenigstens die Ansatz davon, dass ich aussuchen kann, ob ich getroffen werde oder nicht. Dass ich die Möglichkeit habe. Oder zu blocken, wenn ich schon mich bewegen kann. Das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema. Los, weiter. Leider kenne ich allerdings auch nicht, was hier ein Feuerzeug ist, was ein Horn ist. Sag mir noch mal ganz genau, was du willst, wo du es verloren hast vielleicht. Ich habe mein Feuerzeug verloren, als ich vor diesen riesen Blöden davon lief. Das findet ich bestimmt nie wieder. Es muss irgendwo im Schnee vergraben. Aber ohne Feuer kommt man nicht an den albernen Eis vorbei. Mann, ist das ein doofe Insel. Oh, ich hasse dich. Also verpiss dich. Hat irgendjemand gesehen, woher dieses Monster jetzt kam? Los, probieren wir es nochmal. Ich mal versuche immer alle einen kritischen Treffer, okay? Ich werde Akku austauschen. Der ist scheiße. 44. Komm. Es analysiert wenigstens die Lage. Gut, ich habe noch eine Chance. Ich werde Akku wettmachen. Der ist schlecht. Guck dich das an. Der macht 10% nur. Hingegen macht der schon 13. Und mein Drache ist natürlich überpowered. Komm. Ich hasse euch. Ich habe keine Lust mehr. Ich fliehe. Ihr werdet in der nächsten Folge eine neue Veränderung sehen. Akku wird nicht mehr im Team sein. Dieses Vieh ist schlecht. So, und jetzt kann ich euch mal zeigen, was dieses alle heilen bringt. Die MP wird von irgendeinem, der heilen kann, abgezogen. Und ja, den Rest könnt ihr euch ja denken. Die werden dann geheilt. So, jetzt schnappe ich mir so einen Schleim neu ab. Aber hier sind aber auch so viele Schleime, merke ich. Na, merken tue ich es nicht, ich sehe es ja. So, das sollte easy, sehr easy sein. Wer sieht nur Schleime? Ja, der macht jetzt immerhin schon 15. Ja. Ich nenne dich einfach mal Fragezeichen. Denn genau diesen Gedanken habe ich gerade gehabt, als ich das jetzt gesehen habe. Moment mal. Da bin ich reingekommen? Wo komme ich denn raus, wenn ich hier hingehe? Ach ja, hier bin ich zum ersten Mal rausgekommen. Wo komme ich denn da oben raus? Oh Gott, ich bin verwirrt. Es gibt Orte, an denen ich mich perfekt auskenne und ich verlaufe mich. Hier lang? Wo bin ich jetzt? Wo zur Hölle bin ich? Ach, kennt ihr es?
diesen Ort. Lauf, 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 lauf. Ich hab Angst. Ich hab's schon geahnt, als ich diesen Berg gesehen hab. In der Mitte. Als wir den Weg hochgegangen sind gerade. Ich hab ihn sofort erkannt, weil gefällige Orte erkenne ich. Nach einer Zeit, wenn man Videospiele spielt, sieht man sowas einfach. Und ich wette, wenn ich kämpfe, verschwindet die Fackel. Keine Kämpfe. So, Feuer anheizen. Ja, anzünden. Jetzt mache ich doch Story. Ah, ist ja auch egal. So. Und da ist Mr. Giant Demon wieder. Ich glaube jedenfalls, dass es ein Dämon ist. Es sieht jedenfalls ein bisschen aus. Es sieht auf jeden Fall aus wie ein Dämon und ein Stier. Und boom. Ah, was über den Ring da, den er da trägt. Das hat eine ganz wichtige Bedeutung. Mit diesem Ring, das ist nämlich ein Scout-Ring. Nur mit einem Scout-Ring kann man Monster werben. Selbst ein blutiger Anfänger wie du hat seine lichten Momente. Und wo bist du schön? Hast du jetzt einen brennende Fackel hier? Das willst du gar nicht wissen. Dann führt diese Fußspur zu einem Monster, das Feuer entfachen kann. Auf jeden Fall setze ich die Suche nach meinem geliebten Comet sofort. Ich hasse diese Tosse. Ich kann verstehen, wenn sie ihr Comet zuerst haben will, bevor er jetzt weggeht, aber deswegen muss sie mich nicht die ganze Zeit beleidigen. Immerhin helfe ich sie die ganze Zeit. Wo ist denn hier hin? Ah, natürlich, dieses Vieh hier aufgetaucht. Keine Monster sind mehr in der Umgebung, aber guckt euch die Größe dieses Viehs an. Mann, und jetzt überlegt mal, das Vieh kann ich mir später mal werben. Boy, das wird awesome. Und das werde ich auf jeden Fall zeigen, wie man diese Viecher wirbt dann später. Dafür brauche ich aber das ultimative Team. Naja, so wie ich hier down spiele, werde ich das sowieso irgendwann haben. Ach komm, spring jetzt bitte nicht runter. Ich habe keinen Bock auf euch. Ah. Ah. Gucken wir uns mal die Größe von uns beiden an. Dieses Vieh ist groß. Es ist. Wartet mal kurz. Ich kann nicht speichern. Ich stehe jetzt auf dem Hügel. Und dieses Vieh ist trotzdem größer als ich. Wahrscheinlich, als hätte es nicht auf mich abgesehen. Was hast du vor? Wow, so majestätisch. Was macht es? Wow. Ja. Schön. Geh mal hier lang. Von diesem Vieh habe ich echt Respekt. Dieses Vieh ist groß, cool, boah.
Ich ahne es. Oh mein Gott! Die rennt auch in jeden Schlamassel rein, oder? Und vor allem bei den gleichen Monstern. Kann ich mich voll heilen? Hm, sind ja alle voll geheilt. Ah. Mann, ich schäme mich schon für dich. Dass du ein Scout bist. Was könnten diese Köter von mir wollen? Vielleicht ein Autogramm? Ich liege mit meinem Kopf auf meinem Tisch. Wieso müssen die meisten Tussen so blöd sein? Was denn? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass sie deine Hilfe brauche? Pah, mit diesen Kötern würde ich noch im Schlaf fertig und das heißt... Du bist dran. Natürlich. Natürlich, wenn ich mein Charakter wäre, also wenn ich an seiner Stelle hier wäre, würde ich einfach sagen, na gut, dann mach. Mach. Ich will sehen. Ah, Mann. Ihr seid zu schwach. Ihr seid echt zu schwach. Nein, anders. Ich bin zu stark. Oh, das wird wehtun. Hartes. Aber so ein Vieh würde ich auch gerne nerven. Nerven. Werben. Untoten Töter. Boom, 47 Schaden. Yeah, Feuer-Odem. Oh, ich dachte, das wäre stärker. So, Höllenhund. Autsch. Ah, das hat 59 Schaden gemacht. Rache! Ha, meiner macht schon alleine dadurch schon 52 Schaden. Ihr seid lame. Tot. Wow, viele Erfahrungspunkte. Yay! Brookhart hat Level 11 erreicht und kriegt endlich Erfahrungspunkte. Was könnte er gebrauchen? Ja, das hier. So, einfach weil es gut aussieht. So, was willst du jetzt wieder sagen, dass du es auch ohne mich geschafft hättest? Er ist gut. Ich bin sogar besser als gut. Ich bin perfekt. Das hast du gut gemacht. Tja, du bist besser als ich dachte. Nicht, dass du mir das Wasser reichen könntest. Gott, was bist du wirklich? Du hast nur ein einziges Monster. Du hast nicht mal einen Ring. Aber als ich deinen Kampf gesehen habe, hatte ich eine Eingebung. Ich mache den Scout-Kram nur noch, um meine lieben Kommerzer näher zu sein. Aber ich war mal berühmt. Früher nannte man mich die glorreiche Gerda. Wenn wir je von dieser Insel wegkommen, fange ich wieder an zu trainieren und dann will ich dich ordentlich zurechtstutzen. Abgemacht? Gut. Cool. Das ist schon komisch, dass du unser Absturz meiner Scout-Leidenschaft neu entfacht. Aber genug geplaudert. Wir müssen Kometza finden und zwar schnell. Ich gehe zurück, mach dich nützlich und bringe eine Fackel mit. Ich habe jetzt schon wieder fast eine halbe Stunde aufgenommen. Und ich wollte eigentlich nur einen kurzen Part machen, indem ich einfach alle meine Monster, die ich haben wollte, einfange. Oh, Maschinenteil. Maschinenteil ist gut. Dann zeige ich euch beim nächsten Mal. Was heißt den nächsten Part? Ich mach's einfach. Ich kann's, ich mach's. Solange ich noch so lange Videos hochladen kann, mache ich es einfach. Bleibt mir aus dem Weg. Verpisst euch. Ich will euch nicht streicheln. Ey, gibt's das? Die Viecher sind so aufdringlich wie. Guck mal, da hinten meine Echse.
Also ich hoffe, ich werde auf jeden Fall noch meine Echsensammlung haben. Also darauf könnt ihr wetten. Ich werde Echsensammler, also Drachentrainer. Hey, der ist doch total harmlos. Und was sagst du jetzt? Komm schon, halt die Fackel an Holz, das Eis geht in den Nerven. Jetzt ist mein lieber Kommentar sicher nicht mehr weit. Na, ich ahne es, er ist der Boss. Dann muss ich nur noch eine Tusse finden, dann hab ich alle. So, das Feuer brennt. Und ich warte auf das Flux-Ding. Kann ich das überspringen? Nö. Guckt euch an, wie der zum dritten Mal das macht. Ich glaube, meine Stimme krepiert langsam. Jetzt kommt die Schädelwumme. Rambo! Das muss doch wehtun. Komme ich bitte an ein Fluxportal? Groß mag das Monster sein, aber ein Geistesriese ist es wohl nicht gerade. Aber ich muss los. Sicher wartet mein lieber Kometzo schon auf mich. Ja, du nervst. Du wirst von mir irgendwie ein bisschen sympathischer, weil du jetzt irgendwie mich nicht mehr beleidigst, aber trotzdem mag ich dich nicht. Aber dieses Vieh will ich auf jeden Fall fangen. Ich find's cool. Aber ich möchte mal gerne wissen, wie dieses Vieh heißt. Weil ich werde ganz bestimmt nicht gegen das Ding kämpfen, also in das Kampfmenü gehen, wo ich sehe, wie das Ding heißt, ohne vorher gespeichert zu haben. Das konnte ich ja bisher nicht da. So. Ich möchte bitte zu einem Fluxportal, damit ich das schnell abhaken kann. Oh Gott. So, kraxel, 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 kraxel. Ich bin Sam Fischer. Früher habe ich Terroristen gejagt. Heute bin ich selber einer. Hey, mein Name ist Bond. James Bond. So, und jetzt verpisst euch alle Pappenheimer. Es gibt nicht nur einen Chef. Und das ist Chuck Norris. Ey, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ich schnapp mir jetzt diese Echse. Und der ist echt ziemlich klein. Guck mal, Oni. Oni Drache. Das war's früher mal du. Die schnapp ich mir. Komm und schnapp sie dir. I'm catching all. Bong. Komm, 39%, das reicht. Komm, fang. Wisst ihr was? Dass ich nur offscreen, ich meine, wenn ich aufnehme, werbe, habe ich mir anders überlegt. Das will ich euch echt nicht antun. Wie ich wertvolle eurer Zeit damit verbringe, ein einziges Monster zu fangen. Das wollte ich nicht sehen. Ich frage mich eigentlich, ich weiß, dass ich aus dem Blauen einen Roten machen kann. Ob ich wohl, wenn ich Blau und Rot zusammen mache, dann vielleicht den richtigen bekomme? So. Ach, mein liebes Knuddelchen, du bist hell und gesund. Warte doch, mein kleiner Kometzo, du hast doch ganz schön Hunger gescheucht. Du solltest von ihm fernbleiben. Geh nicht ihn näher, komm nicht ihn näher. Es ist wie in einem Horrorfilm. Die Tusse läuft wieder mal strikt in die bekloppteste Richtung, und zwar direkt in das Monster hinein. So. Yay, Fluxportal!
Yay! So, jetzt kehren wir zurück zur Eiche, Noah. Nee, Albatros. Und dann zeige ich euch, was ich mit Maschinenteil meine. Also, was diese Maschinenteile machen. Nach einer Reise im Rast im Schiff ist das Team von Talos geheilt. So, wir haben hier ein Maschinenteil. Jetzt gehen wir hier hin zu dieser Box. Und ja, Maschinenteil reinwerfen. Talos wirft alle Maschinenteile rein, die er dabei hat. Die Kiste gibt metallische Geräusche von sich und verschlingt die Teile. Die Teile werden ins Ausrüstungsautomaten neben der Kiste transportiert. Jetzt muss ich eigentlich was Neues haben. Oh. Scheint wohl zu sein, dass ich immer mehr brauche. Aber dann kommen wir jetzt noch mal kurz. Dann kommen wir aber noch. Ich mache eine halbe Stunde, das reicht. Dann wollen wir aber noch gucken, was auf uns zukommt. Was ich dann im nächsten Part machen werde. Muss. Darf. So. Frost führen. Und ich glaube immer noch, dass ich gegen dieses kleine Kuschelvieh kämpfen muss. Friedhof der Kuscheltiere! Da ist dieses Riesenkolossus-Ding. Nein, Flux verwenden. Yay! So, dann werde ich erstmal hier speichern und mal gucken, was dann auf uns zukommt. Gott, ich spiele dieses Spiel schon fast eine Stunde. Ey, ich meine 10 Stunden. Ja. Und dann bei der nächsten Folge, ich werde dann in der nächsten Folge einen kleinen Cut machen, wenn wir das dann hier geschafft haben. Und fangen wir dann meine ganzen Viecher. Kann ich hier unten vielleicht was sehen? Ey, hier kommt eindeutig was Großes. So. Was kommt jetzt? Och komm, das ist doch zu gut. Da bist du ja, mein Liebling. Keine Sorge, Mami ist jetzt da. Was ist denn nun in dich gefahren, dass du plötzlich davon flatterst, Engelchen? Was? Was denn jetzt? Wartet mal! Brennt nicht vor uns eine... Nein. Es gibt keinen drinnen. Welche fürchterliches Schicksal. Ich fürchte, wir sind erledigt. Nein, du schaffst das, Thanos. Ganz bestimmt. Dieses Monster ist strohdoof. Da bist du ja selbst noch klüger. Los, mach das Monster fertig. Das ist ein Befehl der glorreichen Gerda. Ich bin kein Pokémon. Ich höre nicht auf Befehle von einer Tosse, die weniger kann als ich. Tu mir nichts. Die Szene kenne ich. Die habe ich bei dem Trailer gesehen. Hab ich mal gesagt, dass ich wissen will, wie dieses Vieh heißt? Lest euch den Namen durch! Lest es! Das ist nicht zu glauben! Das soll ein Baby sein? Ich will nicht wissen, wie das erwachsene Ding aussieht. Eine Runde machen wir. Oh, mach auch mal gut Schaden. Ja, mein Skelett widersetzt sich gerade mal den... Ja, widersetzt euch alle mal Gesetzen der Schwerkraft. Und... Oh. So stark ist das Vieh auch wieder nicht. Aber trifft leider alle. Na gut, diesen Kampf sehen wir bei der nächsten Folge von Dragon Quest Monster Joker 2. Man sieht sich und jetzt habe ich wieder eine 40 Minuten voll. Ciao.